Amita. Alles okay? Glaubst du, das wäre einfach? Die erste Frau beim Goldenen Pfad zu sein? Die für Veränderung einsteht, während hinter deinem Rücken sich alle das Maul zerreißen, dass du ihr Erbe zerstörst? Ich bin genauso ein Krieger, eine Kyrati wie die, aber die, die sehen nur eine Frau. Du bist ein kluger Mann, sag mir. Bin ich die Richtige für das hier? Sabal, er hat so viele Anhänger und ich frag mich, sind die blind? Oder habe ich etwas übersehen? Unentschlossenheit ist was für Schwache. Okay. Erinnerst du dich an die Teeplantage? Der Mohn wurde zur Verarbeitung in eine alte Ziegelfabrik gebracht. Sabal will sie zerstören. Er ist so verdammt überzeugt von sich. Und du willst sie übernehmen? Ganz genau. Damit können wir für die Zukunft planen, während er in der Vergangenheit lebt. Ich sage ja, er sagt nein. Aber ich hoffe, du wirst die richtige Entscheidung treffen. Hallo? Okay, warum muss ich immer die Entscheidung treffen? Andauernd. Ihr wisst doch, dass ich eigentlich Amitas Weg nehme, weil Sabals Weg ist immer so ein bisschen komisch. Die plant auch so ein bisschen, also auch so zukunftsorientiert oder so. Und deshalb würde ich mal sagen, hallo? Hallo? Moment. So. Ich bin dabei. Ich habe gehofft, dass du das sagst. Du musst nur das Ziegelfabrik übernehmen, ohne sie zu zerstören. Wir werden sie noch brauchen. AJ, pass auf dich auf. Sie wird sehr gut bewacht. Okay. Irgendwas spackt hier rum. Chemie für fortgeschrittene Machtverhältnismission. Damit wird, dass du die Ziegelfabrik eroberst und beschützt. Okay. Habe ich irgendwie meinen Controller oder so angeschlossen? Irgendwas? Keine Ahnung. Manchmal ist es so, wenn ich meinen Xbox-Controller am PC angeschlossen habe, dass sich die Maus immer so leicht dreht, aber eigentlich habe ich gar nichts dran. Verstehe ich jetzt nicht. Egal. So, wir gehen los. Trifft dich am Treffpunkt mit den Rebellen. Haben wir Kollegen? Oh, wir müssen sogar in die Richtung. Perfekt. Richtig genial. Hätte nicht gedacht, dass ein Mann allein einen Außenposten einnehmen kann. Tja, siehst du gerade mal. Unentdeckt mit dem Raketenwaffe, sag ich da nur. Das muss ich erstmal nachmachen. So, okay. Alter, Schweine! Seht ihr gar nicht, mein Arm. Aber ich hab sie gehört. So, okay. Irgendwo wird geschossen, glaub. So, wir gehen einfach zu einem Treffpunkt. Also wir müssen, glaub, noch nicht groß aufpassen auf Gegner. Hoffe ich ja zumindest mal. Hier schön hinfliegen, auch ganz chillig. Wer läuft da unten? Da waren wir ja doch, glaub ich, schon, oder? Auf der Insel? Glaube ich schon. So. Aber ich glaube, ich sollte langsam mal ein bisschen weiter nach unten. Oder so eine leichte Kurve fliegen. So, mal schauen. Ich land irgendwie auf der Straße, wenn es geht. Hier ist ein bisschen Platz. Oh, bisschen schnell. Hat aber funktioniert. So, hier ist jetzt so ein gelber Bereich. Ah, ne, okay. Blaue Pfähle auf der Karte. Nur einer? Hey, Amita sagt, dass du mitkommst. Stock deine Munition auf. Der Havil da wartet auf dem Hügel auf dich. Der Havil die was? Egal. Alles mit einpacken. Wow, wir können jetzt sogar 6 Spritzen mitnehmen. 6 Spritzen. Hört sich auch komisch an. Naja, egal. Können wir 7 mitnehmen? Nee, nur 6. Leider nur 6.
Ich hab nur 6. So schlimm. Okay, was? Jetzt hab ich auch noch hier irgendwie hoch. Ich glaub hinten rum. Von hinten. Mit den 6 Spritzen. Ja. Zweideutigkeit. Mal wieder total am Start. Okay, und dann? Was ist da oben? Noch mal ein Kollege. Der eine von meinen 6 Spritzen. Das heißt so viel wie Kommandant, ja. Die Fabrik nutzt Generatoren, um die Luft atembar zu machen. Zerstöre sie, dann müssen die Soldaten raus. Was immer du tust, richte möglichst wenig Schaden an. Oh, eins noch. Der Chemiker, der die Anlage leitet, er gehörte früher zu uns. Amita will, dass er stirbt. Okay, haben hier eine Patrouille. Oder fahren die gerade nur so zufällig durch? Hätte man Elefante, könnte vielleicht nochmal die Runde ausflippen. Ah ja, mein Alarm. Okay, hier haben wir sowas. Ah, ich habe gedacht, das ist ein explosives Fass, aber das ist der Generator, den man abschalten muss. Okay, Mörser, na super. Wie viele Alarme gibt's? Hier ist noch einer. Ah, da oben nochmal Mörser. Ist nur einer auf dem Dach? Glaube ich jetzt auch kaum. Okay, hier haben wir noch einen Generator. Der maskierte Mann kämpft wie einer vom goldenen Pfad. Kann ich dann nicht vielleicht einfach drauf schießen? Auf die Generatoren? Weiß ja nicht, passiert nichts, oder? Nö. Aber ich kann nur auf den mal schießen, dass der ein bisschen ausflippt. Mal hier ein paar Leute vielleicht angreift. Gerade hier das Auto. Oh, ja, ja, ja. Na, nur ein bisschen zur Seite geschoben. Alter, was macht der da? Na, aber wenn ich den jetzt treffe. Ah, ich habe schon Zoom drin gehabt. Ah, okay, jetzt geht er selber. So, der da klettert ein bisschen rum. Kommen nochmal welche. Hier brennt was. Ah, hier wäre nochmal ein Alarm. Ich kann die, glaube auch kaputt schießen. 2 Alarme übrig. Da muss ich noch auf eine andere Seite. Oh, hier brennt es ein bisschen viel. Ich würde mal sagen, solange der Elefant noch lebt. Wie viel kommen da? Will ich hier am besten keine umbringen. Obwohl, dir würde es eigentlich nicht auffallen, wenn er da liegen würde. Hier liegen ja noch ein paar andere Leichen rum. Wo sind die verfluchten Generatoren? Überrascht mich, dass du sie nicht hörst. Die ja, ich bin noch weit weg. Laut. Oh, oh, oh. Okay. Wieso steigen die da jetzt aus? Was suchen die jetzt eigentlich? Das war der Elefant, ihr Deppen! Haltet die Augen offen, Leute! Aufpassen! Wir wissen nicht, was da draußen ist! Da war ein Elefant! Ihr Deppen! Ah, es läuft weiter! AJ, ich kann die Generatoren sehen! Ich markiere sie dir! Ja, chill! Ich will hier nur keinen Alarm auslösen. Wo ist der dritte? Weil der dritte ist nicht markiert, weil ich den direkt da sehe, oder? Na toll, durch den Rauch durch. Auch genial. Oh, hast du gesehen? So, ruhig bleiben. Der klettert hoch. So, Atem kann er noch nicht so lang anhalten. Jetzt seht ihr das wohl auch noch, oder? Okay, waren das alle oder? Ja, auf der anderen Seite schon noch. Oh, da kommen immer mehr. Wieso?
So, der ist da oben. Der rennt darum. Kann man vielleicht mit dem Takedown ausschalten? Hier rüber geht. Da kommen jetzt halt nicht neue Gegner. Ich weiß, dass da jemand ist. Ich wollte schon sagen, ich höre ein Auto, aber das war ein Generator. Okay. Ah, nein, nein, nein. Okay, die drehen um. Ach, gut. So, hier, wo es raucht. So, einer aus. So, kommt da nochmal ein Auto, oder? Ist jetzt nicht mehr geworden. Aber ich muss aufpassen, weil es gibt noch einen Alarm. Ich weiß nicht genau von wo. So, vor allem hier hinten haben wir noch gar nichts gesehen. Hier ist zum Beispiel einer. Ein bisschen Muni. Ah, andere Seite. So, okay. Ah, hier haben wir den Alarm. Ich habe halt auch noch nicht wohl alle entdeckt, denke ich jetzt mal. Oder nur noch der da? Könnte das sein? Klettert hoch, okay. Er rennt gerade ein bisschen rum. Geht hinten wieder runter, okay. So, ah, doch, am Haus. Ich dachte, wir müssen noch ein Stückchen weiter. Ah, perfekt weggelockt. Das war's. Der Rauch wird sie raustreiben. Geh da rein und töte den Chemiker. Okay, na dann. Na, wieder auf die andere Seite. Oh. Woher kommt der? Oder sind da wieder mehr Leute gekommen? Wieder schön vorne rein. Alter, was war das? So, Alter, den fast gesehen. So, der da auch kaputt. Und dann. Was war da noch? Okay, wo sind die? Ah, sehe ich hier einen? Was bewegt sich da doch? Oder, ja, keine Ahnung. Vielleicht auch irgendwas anderes. Ah, da ist er doch. Alter, was ist immer so ruckartig laufen? Ich hoffe, das ist nur noch einer. Genau wie davor. Oh je. Der schaut in meine Richtung. Nur irgendein Geräusch. Komisch. Komm, lauf dahin. Oder von der Seite.